Hallo Leute, seit gestern gibt es ja 30% auf alle kompletten Sammlersets, die ihr bei Madame Nazar verkauft oder die ihr per Post an Madame Nazar versendet. Und deshalb gibt es heute ein kleines Sammler-Special. Ich stelle nochmal die Karte von Jean Robke vor. Ich zeige euch, wie ich das mache, wie ich vorgehe, wie ich meine Sammlersets vollkriege. Und am Ende zeige ich euch noch einen Trick, der immer noch funktioniert. Ich habe es heute getestet und die Bilder, die hier im Video sind, sind alle von heute. Und da bei diesem Trick zeige ich euch, wie ihr Sammlerstücke überall auf der Karte spawnen lassen könnt. Das funktioniert nämlich immer noch. Um schnell Sammlersets voll zu bekommen, benutzt ihr bitte die Karte von Jean Robke. Das ist immer noch das Beste, obwohl viele Sachen hier gelb hinterlegt sind, also gelb angezeigt werden, wie zum Beispiel Fossilien oder verlorene Armbänder, verlorene Ohrringe. Das sind alles Sachen, wo leider Jean Robke nicht mehr sagen kann, wo die genau an diesem Tag liegen. Es sind zwar viele Fundstellen angezeigt, aber es wird den Leuten von Jean Robke ziemlich schwer gemacht, diese Sachen, die jetzt hier gelb angezeigt sind, korrekt darzustellen. Das hat seinen Grund. Man möchte es halt Jean Robke nicht so einfach machen, aber alle Sachen, die hier weiß angezeigt werden, wie Wildblumen, Tarotkarten und Tarotkartenschwerter und was alles noch so weiß angezeigt wird, Familienerbstücke, antike Schnapsflaschen, das ist korrekt angezeigt und da könnt ihr euch auf die Suche machen und eure Kartensets oder zum Beispiel Wildblumen voll machen. Meine Methode, wie ich da vorgehe, ist ganz simpel. Ich sammle einfach alles ein, was mir am Tag so über den Weg läuft und irgendwann schaue ich dann in meine Tasche und schaue nach, was muss denn jetzt vervollständigt werden. Das war heute zum Beispiel bei den antiken Schnapsflaschen der Fall. Dort fehlten mir noch genau zwei antike Schnapsflaschen. Einmal der Irish Whiskey und Old Tom Gin. Diese zwei habe ich mir dann auf der Karte von Jean Robke extra anzeigen lassen. Die anderen antiken Schnapsflaschen und alle anderen Sammlerstücke habe ich ausgeblendet. So hatte ich nur noch diese zwei und konnte gezielt nach diesen zwei suchen bzw. diese zwei anreiten. Das ist hier die erste antike Schnapsflasche. Das war in der Nähe von La Grasse. Natürlich auch bei Schnellreisen in der Nähe, war easy heute, war ein bisschen Action dort, aber das sollte mich nicht stören. Die zweite antike Schnapsflasche war in diesem Haus, welches auf Stelzen steht. Da war nicht nur gesalzenes Fleisch, nein, der Irish Whiskey war auch da und damit hatte ich dann heute 9 von 9 voll. Und für antike Schnapsflaschen, für das ganze Set gibt es normalerweise immer $160, aber ich bekomme heute 208. Bei Familienerbstücken war es so ähnlich, nur da musste ich heute 4 Stück einsammeln, aber das sollte auch kein großes Problem sein, denn für Familienerbstücke, das ganze Set gibt es 292 im Normalfall, aber heute gibt es satte $380 und das noch die ganze Woche bis zum 11. läuft diese Aktion. Ich kann das nur jedem empfehlen. Sammelt jetzt die Sammlersets voll und bringt sie zu Madame Nazar. Das ist wirklich eine coole Sache. Dieses Familienerbstück war hier vergraben, aber das ist natürlich auch schnell erledigt. Und wenn bei den täglichen Herausforderungen noch Sachen zum Ausgraben mit dabei sind, dann können wir das natürlich auch gleich mit in einem Abwasch erledigen. Und ich zeige euch jetzt nicht alle Familienerbstücke, die ich heute aufgesammelt habe. Das ist jetzt das vierte Familienerbstück. Das war in Saint-Denis gewesen und das hatte mir die Karte von Jean Robke schon verraten. Das liegt auf diesem Sofa. Es steht nämlich immer ein kleiner Text dabei. Wer jetzt nicht sofort etwas findet, der kann sich den Text anzeigen lassen und da stehen immer noch nützliche Infos, wo ihr die Sammlerstücke findet. Und jetzt geht es ab nach Madame Nazar. Wer das Frühvideo heute von den täglichen Herausforderungen gesehen hat, der weiß natürlich, dass Madame Nazar bei Thieves Landing steht, nämlich
besser gesagt südlich von Thieves Landing. Und hier sehen wir nochmal die Preise, die ich heute erzielt habe für die kompletten Sammlersets. $380 für die Familienerbstücke und $208 für die antiken Schnapsflaschen macht insgesamt heute für mich $588, die ich eingenommen habe. Leute, das hat sich schon gelohnt, nur für das Komplettieren von Sets. Also mein Rat, sammelt alles, was ihr erwischen könnt und dann komplettiert die Sets mit Hilfe der Karte von Jean Robke. Und jetzt kommen wir zu dem Trick, den ich eingangs schon versprochen hatte. Ich habe letzte Woche schon ein Video über diesen Trick gemacht und dieser Trick, der funktioniert immer noch. Dazu müsst ihr euch einfach nur an einen Ort begeben, wo ihr schon mal viele Sammlerstücke gesammelt habt. Und dieser Trick funktioniert am besten mit Familienerbstücken, mit antiken Schnapsflaschen, mit Tarotkarten und mit Schmuck. Also hier ganz easy, wenn ihr an einem Ort seid, wo ihr wisst, da sind viele Sammlerstücke, die ich gerade erwähnt hatte, dann macht ihr einfach dort vor Ort einen Lobbywechsel. Wenn ihr in der Lobby wieder zurück seid, dann werdet ihr sehen, diese Sammlerstücke sind jetzt gespawnt. Zum Beispiel Tarotkarten. Hier in Coulter sind sowieso immer jede Menge Tarotkarten vorhanden. Deswegen empfiehlt sich Coulter schon mal von Haus aus, weil Tarotkarten funktionieren mit diesem Trick super. Auch antike Schnapsflaschen. Eine ist dann hier noch gleich im Video zu sehen. Und ein Familienerbstück auch, aber auch mit verlorenen Schmuck wie Ohrringen oder Armbändern und Halsketten funktioniert das genauso. Und ich sammle jetzt mal hier rein exemplarisch wieder die ganzen Tarotkarten, die antike Schnapsflasche und das Familienerbstück ein. Also wie gesagt, ihr braucht nur einen Lobbywechsel vorzunehmen und wenn ihr wieder zurück seid, sucht ihr die Stellen auf, die ihr kennt, weil das Blöde ist, die Sammlerstücke vibrieren dann nicht. Es vibrieren nur die Sammlerstücke, die sowieso an dem Tag vor Ort wären, die vibrieren ganz normal und die Sammlerstücke, die ihr spawnen lasst, die vibrieren nicht. Ihr müsst schon die Position ein bisschen kennen und wer sich da ein bisschen auskennt, zum Beispiel hier in Coulter, da könnt ihr, glaube ich, 7 oder 8 Sammlerstücke aufsammeln. Das ist ein super Trick und hilft euch auch eurem Ziel der Komplettierung von Sammlerstücken näher zu kommen. Ich wünsche euch viel Spaß damit und hier nochmal die ganzen Stücke in Coulter, die man aufsammeln kann. Und ich sag ciao.